Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ich habe das Tutorial abgeschlossen mit dem Dash. Das ist aber eine Krückenkacke gewesen. Musste es echt meinen Arm fressen? So. Komm zurück in die Haupthalle, dann habe ich mehr Infos für dich. Ich weiche einfach nie aus. Echt seltsame Anweisung von meiner toten Tante. Also, bei das Ausweichen bei Witcher war irgendwie cooler. Einfach über die Leertaste das STRG und... Ah, bin zu alt für diesen Scheiß. So. Kriegst. Leckt mich doch am Arsch. So. Wir weichen einfach nicht aus. Das ist deine erste ID-Erweiterung. Doch, es gibt mehr. Da draußen sind viele Archen. Finde sie. Jeder Archen birgt wertvolle Ressourcen, die dir gegen die Obrigkeit helfen. Aber alleine schaffst du es nicht. Du brauchst Hilfe. Falls Lili noch lebt, ist sie von größtem Wert. Und es gibt weitere Freunde, von denen du nur Geschichten kennst. Gegen Ende der Obrigkeitskriege riefen ein paar von uns aus dem engeren Kreis des Widerstands Projekt Dagger ins Leben. Es sollte der Obrigkeit ein Ende setzen. Endgültig. Uns war klar, dass sie trotz ihrer Verluste nicht einfach verschwinden würde. Und wir wussten, dass General Cross über Technologie verfügt, die ihm so etwas wie ewiges Leben verleiht. Projekt Dagger wurde verworfen, als Vineland sich gegen Außenseiter abschottete. Doch zwischen mir und den drei anderen ursprünglichen Daggers blieb ein Pakt bestehen. Der erste ist John Marshall aus Gunbarrel. Ein sehr alter Krieger, der den ersten Kampf gegen die Obrigkeit führte. Er versteht sich bestens auf Technologie und die Kunst des Spionierens. Mit seiner Hilfe bleibst du vor der Obrigkeit verborgen. Die zweite ist Wilson Hagger aus Wellspring. Tochter des Kriegshelden Dan Hagger. Erst Guerillakämpferin, heute Bürgermeisterin der größten Stadt im Ödland. Über sie gelangst du an unverzichtbare Militärfahrzeuge. Militärfahrzeuge. Cool. Ach du Jemine. Sehr viel Information. Mhm. Alle mal schnell lesen. Aha, aha, aha. Ist ja der Hammer. Gut. Faszinierend. Orte. Ach, das lernen wir noch alles. Das Missionen sind interessant. Ranger, Stromausfall. Okay. Und dann ist da noch Dr. Anton Quasier, Ex-Obrigkeitsforscher, jetzt im Widerstand. Er ist Experte für Nanotritentechnologie und Mutationen. Sein Können ist für Projekt Dagger unverzichtbar. Ja. Mit der Zeit wirst du mehr wissen wollen. Nein. Die CPU deiner Ranger-Rüstung besitzt Protokolle, die viele deiner Fragen beantworten. Viel Glück da draußen, Ranger Walker. Jo, wo geht's raus? Arbeite mit deinem Verdammt. Zusammen. Okay. Du lädst also alles auf meinen Schultern ab und verabschiedest dich in die Ewigkeit, Tante Crowley? Ja. Schön. Dann bin ich jetzt eben an der Reihe. Ich kehre zu Lili zurück. Machen wir doch. Lili! Lili, ich muss drei Leute finden. John Marshall, Dr. Quasier und Lusum Hager. Sie gehören alle zu Projekt Dagger, mit dem die Obrigkeit aufgehalten werden soll. Weißt du noch? Das ist viel verlangt. Ja, selbst wenn sie tot ist, ist mit deiner Mutter nicht zu spaßen. Zu früh, Walker. Sorry, Lily. Aber hey, ich bin bereit fürs Ödland. Da habe ich was Passendes. Komm zu mir. Ich bin schon da, Lily. Hä? Was hast du für mich? Also, ich habe viele Ideen für Projekte, die zentral fürs Überleben da draußen sind und die wir mit deiner Hilfe auf den Weg bringen können. Aber zuerst kommt dein Fahrzeug dran. Ja, zeig mal. Projekte. Willkommen zu Projekten. Hier kannst du Projekte mit deinem verdienten Projektpunkten erwerben. Projekte bieten dir eine Vielzahl von Vorteilen. Momentan hast du nur Zugriff auf Lillys Grundausbildungsprojekte. Fangen wir also an. Okay. Grundausbildung. Eieiei. Ja, Upgrades verfügbar. Oh. Projekte. Das erste Projekt, das du kaufen kannst, schaltet das Fahrzeugmenü frei. Damit erhältst du auch dein eigenes Fahrzeug, den Phoenix. Über das Fahrzeugmenü erhältst du Zugriff auf Fahrzeug-Upgrades und kannst ein Fahrzeug rufen, sobald du es benötigst. Kaufe das Projekt, indem du F gedrückt hältst.
Machen wir doch. Läuft. Wir drücken F. Boom! Projekte! Fantastisch! Du hast das Fahrzeugmenü freigeschaltet. Du kannst es über Menü betreten, Tabulator drücken und leck mich doch. Zack, weiter. Noch ein Punkt? Nee, schade. Escape. Töte und vernichte. Aha, die anderen Kollegen bringen uns hier auch noch Upgrades. Darum müssen wir die suchen. Okay. Phoenix. Jawohl, sieht aus wie so ein bisschen ein hübsches Fahrzeug aus Mad Max. Nur ein hübsches. So, weiter. Wir wollen weiter. Die Garage ist online und der Phoenix ist bereit. Juhu. Es gibt noch mehr Projekte, die uns beiden nützen würden. Du musst stärker werden und ich muss in Vineland wieder halbwegs Ordnung schaffen. Okay. Mit etwas Glück bieten dir deine drei Dagger-Kontakte etwas Ähnliches an. Hier bin ich. Denn um es mit der Obrigkeit aufzunehmen, musst du verdammt zäh werden. Danke für den Tipp. Ich breche dann mal auf. Genau. Da draußen wartet eine große böse Welt, also sei vorsichtig. Hä? Und behandle die Leute anständig. Du bist jetzt ein Ranger, also benimm dich auch so. Mach ich, Lily. Oh, und der nächste Dagger ist John Marshall im Gunbarrel. Du solltest mit ihm beginnen. Und hey, sei vorsichtig, ja? Wir brauchen dich. Okay. Hau rein. Erste Generation, Soldat. Wie viele sind noch da? Niemand, Sarge. Kein einziger. Fuck, verdammt, sind alle tot? Keiner hier, Sir. Nirgends einer zu sehen. Haben sich doch nicht in Luft aufgelöst. Es muss Leichen geben. Ich will die Leichen sehen. Ich sage doch, sie haben sie mitgenommen. Alle sind weg. Alle von der ersten Generation. Naja. Erster, einzige. So, haben wir noch irgendwas Tolles zum Einsammeln? Da war noch Sturmmunition, die ich nicht gesehen habe. Egal, komm, wir finden bestimmt noch genug Munition. So, freies Erkunden. Willkommen im Ödland. Nutze das Kartenmenü, Tabulator, um Aktivitäten in der Welt zu finden und sie zu verfolgen. Erkunde das Ödland, damit mehr Aktivitäten der Karte hinzugefügt werden. Verfolgst du einen Standort auf der Karte, wird er von einem Navigationssystem erfasst, das dir den schnellsten Weg dorthin zeigt. Ein paar Missionen. Gelber Punkt und Archen, blauer Punkt, sind im Kartenmenü Tabulator für dich bereits freigeschaltet. Fantastisch. Let's go. Sieh an, ein neuer Ranger. Handbremse. Ich bin Phoenix. Ausweichen. Ich fahre mich noch besser, als ich aussehe. Lass uns eine Runde drehen. Scheiße. Warum ist hier das Ausweichen so einfach? Tabulator. So. Erkunde. Aha. Das ist die ganze Spielwelt. Okay. Dann sage ich mal hier, kann ich was markieren? Genau. Oh. Das ist die Zukunft, die ich brauche. Nie wieder verfahren. Die Straßen markieren unseren Weg. Oh, es gibt ein Turbo. Turbo! Und auch da. Ich sehe eine Straßensperre. Hey! Wer macht denn sowas? Straßensperren sind Blockaden der Handelskoalition, die von anderen Fraktionen übernommen worden. Säubere den Außenposten und behebe die Sperren. Was für ein Ficker! Ich will erfahren. Das muss ein Hinterhalt sein. Jo, wäre gut, wenn du das Hindernis beseitigst. Cool. Leitung Standby-Modus ein. Bleibt hier, Punks! Warum mache ich diese Scheißwaffe? Wo willst du hin? Oh, hab ich ihn nackig gemacht?
Ich habe ihm die Panzerung abgeschlagen. Das war alles. Ah, da ruht sich auch jemand aus. Hat er den Mund offen? Ich bin überrascht. Drehen wir mal. Hauptstraßensperre. Ja, $100 haben wir eingenommen. Ach so, und wir kriegen auch Punkte bei der Person. Du hast einen Projektpunkt verdient. Mit Projektpunkten kannst du Projekte kaufen. Wissen wir. Die Straßensperre ist beseitigt. Freie Fahrt. Ja, das wird der Koalition gefallen. Ups. Projekte. So, was haben wir damit? Freigeschalteter Overdrive-Multiplikator. Erhöht das Limit von Overdrive. Ja, nimmbar, komm. Zack, was haben wir hier? Füllt Aktivierung Overdrive sofort das Magazin der Waffe wieder. Das ist auch gut. Fahrzeugerweiterung. Ermöglicht es dir, mehr als nur Arche-Fahrzeuge im Fahrzeugmenü zu speichern. Mhm. Was ist das? Zeigt einen Wurfbogen an, um deine Granaten... Ach, das ist eine geile Idee. So schlecht. Oh, was war das denn? Ich will dahin, bitte. So. Das kaufen wir. Und... Ach, komm. Nee, Fahrzeug, komm. So. Ist hier noch irgendwas Tolles zum Sammeln? Oder war es das hier schon? Denn? Okay, war einer von uns oder so. Oh, Dollar. Lagerkiste. Jetzt bin ich reich. Eins von zwei. Gibt es jetzt noch mehr? Jetzt muss man sich doch hier umsehen, ne? Wo ist denn die andere Lagerkiste? Ah, ich wollte mal gucken, ob er überrascht guckt. Nö. Oh, er kippt um. Das wollte ich nicht. Hm. Oh, fliegt doch weg. Ich wollte es schon sagen, fliegt nicht weg, aber ist doch weggeflogen. Komme ich da irgendwie hoch? Walker. Ich weiß, dass das Ödland ziemlich groß ist, aber denk an John Marshall, ja? Ja. Nervt nicht. Ich will die zweite Kiste haben. Da ist sie doch. Okay. Jetzt können wir. Systeme. Energie und los. Boah, ich muss diesen scheiß Booster noch verbessern. Wow. Der kann nicht so schnell um die Kurve, wie ich wollte. Hi. Fahre ich hier hin? Also mit dem Fahrzeug ist schon mal nicht schlecht. Scheiße, muss ich die Munition selber bezahlen?
Komm, steigen wir aus. Was soll der Geist? Overdrive. Und los geht's. Läuft doch hier. Ist noch irgendwas zu sammeln? Ups, irgendwo runtergefallen. Nur mal ganz kurz gucken. Da, siehst du. Kiste, öffnen. Was ist das denn? Alles mitnehmen. Architron. Lagerkisten 1 von 6. Ah, scheiß Sammelei. Hauptsache ist nicht so schlimm wie bei Assassin's Creed. Hier, von hier kam er doch, oder? Ah, da ist eine Lagerkiste. Warte mal, man könnte doch hier irgendwie Fokus oder so, ne? Nee. Ah, da ist auch eine. Ich glaube, daran muss man sich noch gewöhnen, dass man die schneller sieht, glaube ich. Da kommen wir gleich mal hin. So, Lagerkiste. Lager. Da hinten ist auch noch eine. Fuck you. Lagerkiste da oben. Voll dran vorbeigelaufen. Drei von sechs. Wo sind denn die anderen? Oh. Eine Fokustruhe. Aha, ein Nanotritenverstärker. Jawohl, nehmen wir auch. Mit den Nanotritenverstärkern kannst du deine Nanotritenfähigkeiten verbessern, indem du Nanotritenmenü-Tabulator kannst du Nanotritenverstärkern und den Flatterit-Upgrades kaufen. Jawohl, machen wir doch. Aber nicht jetzt. Jetzt lass mich doch in Ruhe. Gucken wir mal kurz. Jawohl, ja, wir können die verbessern. Wo? Da. Was kann ich damit machen? Ah. Ha. Man kann sie geil wegschubsen. STRG und F. Das ist lustig. Den Dash hasse ich. Overdrive. Steigert Gesundheitsregeneration. Brauchen 500, okay. Okay. Dafür brauchen wir die Kristalle. Oh. Kiste 4. Jetzt scheiß Kisten suchen. Fuckt mich gerade so ein bisschen ab. Neues Fahrzeug, cool. Ja. Wo nur hin? Hier so hoch. Ist hier irgendwas? Natürlich nicht. Alter, wo sind die anderen verfickten Kisten? Sicherheitsscan abgeschlossen. Willkommen in der Arche 416A. Guck mal,
was gibt's hier? Ah, muss ich da schon wieder was reinstecken? Sie haben die ID-Erweiterung Zerschmettern installiert. Damit sind Sie in der Lage, vorwärts zu preschen und eine gewaltige kinetische Kraft zu entfesseln, okay, die Rüstungen zerbricht und Gegner sowie Objekte fortschleudert. Das klingt doch schon mal gut. Halte STRG und drücke F, um vorwärts zu preschen. Okay. Das war jetzt vorwärts preschen? Nochmal. Ach, das gefällt mir. Zerschmettern Sie die gegnerische Rüstung. Sie haben das Training zur Zerschmettern-Erweiterung abgeschlossen. Das liegt mir besser als ausreichend. Zerschmetter. Muss man sich nur merken. Gut. Und finde eine Art Hammer gemacht. Und jetzt sind wir bei ihm beliebter. Na, ist auch schön. Freut mich. Hey, diese Arche war voll geiler Ausrüstung. Ja, weiß ich. Bin gerade verdammt neidisch. Also pass gut drauf auf, ja? Jawohl, du kannst Fähigkeiten und Waffen aus Archen verbessern. Hierzu benötigst du Nanotritenverstärker oder Waffenkernmods, die in Archetruhen und Läden gibt. Wende die Upgrades dann im Menütabulator an, okay. Möchten Sie der Menschheit einen neuen Anfang mit dem Ranger-Walker? Oh, da kommen ganz viele. Scheiße, welche andere Waffe. Ah, falsche Taste. Oh, fuck you. Ich wollte eigentlich, ich habe gerade das X gesucht. Wo ist X? Nein, wir sind gestorben. Die machen noch Platz. So, warte mal. Gib mal die Waffe und dann gib mir mal das tolle Gadget. Der Menschheit einen neuen Anfang mit Ranger Walker. Ah. Oh, das war. Hab ich da gerade Gehirn gesehen? Scheiße, ich hab's gerade nicht hingekriegt. Fuck you. Oh, das kann doch nicht so schwer sein. Man müsste jetzt bestimmt diese Scheißfähigkeit benutzen. Ich hätte doch nicht auf schwer nehmen sollen, ne? Ich bin einfach zu schlecht. Mögen Sie der Menschheit einen neuen Anfang bringen, Ranger Walker. Okay, war doch ein bisschen zu weit. So. Oh, 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 oh. Ich bin wieder nach Hause. Alter, wir kriegen ganz schön einen Sack voll, ja? Warte mal, ich fick euch noch. Ich fick euch noch.
waren es alle? Der Kampf war nicht ohne fertig. Hm. Gut, Hammer. Da war noch zum Einsammeln. Da war was in Rosa. Bringe das Fahrzeug zu einer Handelsstadt, um es freizuschalten. Aber nicht, wo eine Handelsstadt ist. Was ist das hier? Hauptstraßensperre. Hm, keine Ahnung. Aber er zeigt eigentlich zurück an, oder? Nee. Hm, keine Ahnung, wo hier was ist. Oh, was habe ich denn da gemacht? Wo muss ich denn hin? Hä? Hier, diesen Punkt wollte ich haben. Ab so mit Nu. Okay, ich habe irgendwas falsch bedient. Scheiße. Okay, das war eine Granate. Wo hole ich mein Fahrzeug? Hä? War gerade fast kaputt, verdammt. Ah, jetzt verstehe ich erst. Lass das so hinter uns durch, so. Okay, treffen tue ich damit aber nichts. Uhu! Was für ein scheiß Fahrzeug. So, eigentlich wollte ich mir den Ballon angucken. Aber vielleicht kommt das dann noch. Dann würde ich einfach sagen, fahren wir zum nächsten Archepunkt. Geht's denn lang? Brauchen Navi. Da hätten wir abbiegen müssen. So, hier ist richtig. Weiter. Ja, die Handbremse benutzen, glaube ich, hier bei den Dingen. Hier waren wir doch. Warte mal ganz kurz. Ah, ich habe dieselbe Arche angewählt. Unbekannter Ort. Hm, da kommen wir bestimmt nochmal hin. Gehen wir mal dahin. Ja, es ist wahr. Jumball Dukes fordert sich heraus. War gegen mich. Endstarten. Geh, packen, Alter. Nicht mit dieser Scheißwagen. Damit fahren wir kein Rennen. Hier steht ein gewaltiger Turm, der förmlich Obrigkeit schreit. Oh, cool. Klingt nach einem alten Wachturm aus dem Krieg. Gut möglich, dass aber Annäherung auf dich feuert. Pass also auf, falls du dich ranmachst.
Okay. Wir machen uns ran. Verteidigung aktiviert und einsatzbereit. Okay. Ah! 2 Meter gelaufen. Wie mache ich diesen Turm kaputt? Jetzt will ich wissen, wie sie sich den Turm kaputt kriegen. Nee. Ich will dich eliminieren. Zerhackstückeln. Oh. Wie kriege ich den kaputt? Noch Granaten? Hilft nicht so richtig. Ich bin weg. Nachladen. Ja, ich krieg dich noch. Oh. Oh, was macht der? Oh, 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 oh. Das wird ein bisschen hektischer, der Freund. Oh! Fuck you! Soll ich denn da, ausweichen? Scheiße, diesen Turm kriegen wir doch nicht platt. Einmal will ich es noch versuchen. Besser. Erstmal mit dem. Mit der Waffe hier. Schnell hoch. Okay, Doku. Kriegt trotzdem Schaden mit seiner scheiß Schallkanone? Wie kann ich da ausweichen, verfickte Kacke? Verteidigung aktiviert und einsatzbereit. Ich hab die Schnauze voll von dieser Hüpfkacke. Ich lasse ihn erstmal am Leben. Fuck. Wenn ihr mal einen Tipp habt, wie ich diesen scheiß Turm wegkriege, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet nächstes Mal wieder ein, ne? Haut rein. Ciao.